Von einer Figur, die von Actionstar Steven Seagal inspiriert wurde, bis hin zu Gourmetgerichten, die von einem preisgekrönten Küchenchef handgefertigt wurden, die unsagbare Wahrheit von The Menu ist vollgestopft mit schmackhaften Leckerbissen. The Menu ist ein sehr straffer Film mit viel Präzision, aber das bedeutet nicht, dass am Set kein Platz für Improvisation war. Die Stars Anya Taylor-Joy und Nicholas Hoult verrieten, dass ihnen bei den Dreharbeiten viel Zeit für gemeinsame Improvisationen blieb. In einem Videobeitrag für Vanity Fair erklärte Taylor-Joy, dass Regisseur Mark Mylod wollte, dass alle Schauspieler improvisieren, während die Kamera auf anderen Figuren gerichtet war und diese im Hintergrund saßen. Taylor-Joy verriet, We committed to the improv like pretty hardcore the first couple of days. Taylor-Joy gestand auch, dass sie während einer Szene mit Ralph Fiennes einen Satz improvisierte und sich danach fürchtete. In der fraglichen Szene sagt Taylor-Joys Figur Margot zu Fiennes Figur Chefkoch Slovak höflich Danke, als sie ihren Tisch verlässt. Und das ist eindeutig ein passiv-aggressiver Zug ihrerseits. Taylor-Joy erinnert sich, dass sie den Satz hinzugefügt und gedacht hat, Ray Fiennes is gonna think I'm an absolute brat, because that was not scripted. Mylod behielt ihr Ad-Lib im Film und fühlte sich dadurch bestätigt. John Leguizamo spielt Georgie Diaz, einen abgehalfterten Actionstar, der aufgeblasen und arrogant ist. Er hat seine besten Jahre eindeutig hinter sich, benimmt sich aber immer noch so, als wäre er der Größte. Wie sich herausstellt, hat sich Leguizamo bei seiner Darstellung an einen echten Schauspieler orientiert, seinem ehemaligen Co-Star Steven Seagal. If I find out you're lying, we'll come back and kill you in your own kitchen. Leguizamo erzählte The Ultimate Rabbit, Ich habe mir Steven Seagal zum Vorbild genommen, weil ich einen Film mit ihm gemacht habe und er mich bei den Proben umgehauen hat und es ihm egal war. Es heißt, Seagal habe Leguizamo gegen eine Wand geschubst, nachdem er die Beherrschung verloren hatte. In einem anderen Interview mit Entertainment Weekly erwähnte Leguizamo die Tatsache, dass er Seagal als Inspiration für The Menu benutzte und bestätigte, dass der Film, bei dem sie aneinander gerieten, Executive Decision von 1996 war. Einer von Seagals besser bewerteten Filmen. Leguizamo sagte dem Magazin, Ich hatte eine schlimme Begegnung mit ihm. Er ist irgendwie ein schrecklicher Mensch. Eine der zentralen Spannungen in The Menu ist die Tatsache, dass Margot das Essen nicht essen will, das Chefkoch Slowik so sorgfältig für sie zubereitet hat. Tyler hingegen, der von Nicholas Hoult gespielt wird, ist in seinem Element. Für Anya Taylor-Joy bedeutete dies, dass sie im Gegensatz zu Hoult keinen großen Teil des Films mit Essen verbringen musste. In einem Interview mit BBC Radio 1 sprach Taylor-Joy darüber, wie beeindruckt sie von Hoults Essfähigkeiten war. Sie verriet, dass er jede Aufnahme mit so viel Gusto und Inbrunst angegangen ist und es irgendwie geschafft hat, alles bei sich zu behalten. Hoult erzählte Vanity Fair, dass der härteste Tag am Set der war, an dem er sich mit Brot vollgestopft hat. Ein Tag, den Taylor-Joy als Breadgate bezeichnete. Wenn sich das in The Menu gezeigte High-Dining-Erlebnis sehr real anfühlt, liegt es daran, dass ein echter Superstar-Koch als Berater an dem Film mitgewirkt hat. Die französische Köchin Dominique Crenn, die einzige Frau in den USA mit einem 3-Michelin-Sterne-Restaurant, arbeitete daran, das im Drehbuch beschriebene Menü Wirklichkeit werden zu lassen. Laut The Hollywood Reporter hat Crenn viele der Gerichte selbst zubereitet und sie oft mehrmals wiederholt, wenn Szenen mehrere Aufnahmen erforderten. Ein Gericht, bei dem eine Jakobsmuschel auf einem Felsen blanchiert wird, ist fast eine Replik eines Gerichts aus Crenns eigenem Restaurant, dem Atelier Crenn in San Francisco. Crenn sagte dem Hollywood Reporter, Jedes Gericht wurde so kreiert, dass der Schauspieler es fühlen und mit Gefühl essen konnte. Sie sprach auch mit Ralph Fiennes über die psychologischen Aspekte seiner Figur und beschrieb, wie geistig anstrengend es ist, ein Restaurant dieser Größenordnung zu leiten. Sieht Crenn sich selbst als ein verrücktes Genie wie Chefkoch Slowik? Die Köchin sagte der Bon Appetit, Ich bin nicht so verrückt wie er, aber ich verstehe seine Denkweise. Nicholas Hoult Tyler ist der Feinschmecker in The Menu. Er ist selbst kein Koch, aber er ist besessen von der Welt des Essens. Tyler hat also offensichtlich jede Folge der Netflix-Doku-Serie Chef's Table gesehen, was er auch stolz zugibt. Wenn Sie Chef's Table selbst gesehen haben, sind Ihnen vielleicht einige Ähnlichkeiten zwischen den Dreharbeiten zu dieser Serie und The Menu aufgefallen. Diese Ähnlichkeiten waren beabsichtigt. Der Schöpfer von Chef's Table, David Gelb, wurde tatsächlich als zweiter Regisseur für den Film engagiert, berichtet die New York Times. Gelb war nur deshalb am Set, um das Restaurant und das Personal genauso zu filmen, wie eine Folge von Chef's Table gedreht werden würde. Fans der Serie werden wahrscheinlich die Nahaufnahmen in Zeitlupe und die Konzentration auf diese Details wiedererkennen. Die helle Hitze einer blauen Flamme, die Präzision einer Hand, die ein winziges Stück Essen auf einem Teller legt. Der Höhepunkt des Films ist auch eine Anspielung auf Chef's Table.
Regisseur Mike Mallott erklärte gegenüber The Hollywood Reporter, dass das abschließende S'mores-Gericht eine Hommage an ein Dessert ist, das Grant Achatz in seinem Restaurant in Chicago zubereitet und das in einer Folge von Chef's Table gezeigt wurde. Achatz Dessert wird auf dem gesamten Tisch angerichtet, den Mallott auf das gesamte Restaurant ausdehnt. Die Luftaufnahme des S'mores-Gerichts ist eine Hommage an dieses spezielle Dessert, aber auch an die Kinematografie von Chef's Table als Ganzes. The Menu ist ein recht geheimnisvoller Film, in dem die Hintergründe einiger Figuren im Dunkeln bleiben. Das gilt besonders für Elsa, die strenge Gastgeberin, die von Hong Chau gespielt wird. Im Gespräch mit Awards Radar beschrieb Chau den Prozess der Vertiefung des Charakters von Elsa, zu dem viele Gespräche mit Regisseur Mike Mallott gehörten. Chau erklärte, dass sie gerade einen Film in Portland, Oregon drehte, als ihr die Rolle angeboten wurde und wollte etwas von der Funkiness der Stadt in die Figur einbringen. Chau hatte ihre eigenen Vorstellungen davon, wie Elsa aussehen sollte, obwohl Mallott dafür nicht besonders empfänglich war, zumindest anfangs. Chau erzählte Awards Radar, Mike Mallott und die Autoren stellten sich vor, dass Elsa sehr schlicht sein und nicht auffallen würde, dass ihre Kleidung irgendwie keine Persönlichkeit hätte. Glücklicherweise fand Chau eine Verbündete in Amy Westcott, der Kostümbildnerin des Films und auch der Frau des Regisseurs. Amy Westcott war sehr bereit, sich mit mir gegen Mike Mallott zu verschwören, erklärte Chau dem Magazin weiter. Das Outfit, für das man sich entschied, eine Art moderner, viktorianischer Look, ist einzigartig genug, um Elsa etwas Persönlichkeit zu verleihen, aber nicht so verrückt, dass es der ernsten Atmosphäre im Restaurant widerspricht. The Menu wurde von Seth Rees und Will Tracy geschrieben, zwei Komikern, die viel Erfahrung mit Satire haben. Rees verbrachte mehrere Jahre bei Late Night with Seth Meyers und Tracy arbeitete an Succession und beide Drehbuchautoren arbeiteten zuvor für The Onion. Von all ihren beruflichen Erfahrungen war es ihre Zeit bei der satirischen Nachrichtenwebsite, die sich als besonders einflussreich für die Entstehung von The Menu erwies. Rees erzählte Slash-Film, das ist ein sehr Onion-artiger Film, wenn man bedenkt, wie spezifisch die Welt ist, die wir erschaffen, die Sprache, die darin vorkommt und dann auch, wie traurig alle sind. Judith Light ist eine erfahrene Hollywood-Schauspielerin, die für ihre umfangreiche Arbeit im Fernsehen, im Film und am Broadway bekannt ist. In dem Film The Menu hat die Schauspielerin eine kleine, aber wichtige Rolle, nämlich die Anne, einer wohlhabenden Frau, die mit ihrem Mann das Restaurant besucht, der das Essen aber nicht besonders zu schmecken scheint. Im Gespräch mit Cinema Daily erklärt Light, dass sie selbst ein Feinschmecker ist, was sie an der Rolle reizte. Light erzählte dem Magazin, ich bin Köchin, mein Mann ist Chefkoch, wir hatten ein Restaurant in Aspen, Colorado. Das ist es, was mich fasziniert, die Chemie des Kochens, die Freude anderen Menschen etwas zu geben und das war schon immer eine große Sache für mich. Light erzählte weiter, dass die Schauspielerin in einer Familie von Köchinnen aufgewachsen sei, weshalb es eine Freude gewesen sei, die berühmte französische Köchin Dominique Crenn bei den Dreharbeiten in Action zu sehen. Die Schauspielerin erzählte Cinema Daily, wenn man ihr zusieht, hat man das Gefühl, einem großen Künstler zuzusehen. Es gibt eine Art von Schönheit und Einfachheit und Zentriertheit und eine sehr Zen-Qualität, die in ihr steckt, wo sozusagen sie selbst die Schöpferin ist. Bestimmte Rollen erfordern von den Schauspielern eine intensive Vorbereitung. Sei es das Erlernen einer neuen Fähigkeit, die Perfektionierung eines Akzents oder die Umgestaltung ihres Körpers. Für die Stars von The Menu war die Vorbereitung auf den Film weitaus angenehmer. Im Gespräch mit The Hollywood Reporter scherzte Anya Taylor-Joy. This was a very hard job in terms of research. Both Nick and I spent a lot of time on the couch watching Chef's Table. It's really hard. Nicholas Holtz Tyler ist besessen von Sendungen wie Chef's Table. Also war es für ihn immer hilfreich, die Serien in einem Rutsch zu sehen. Doch das war noch nicht alles. Taylor-Joy verriet auch, dass Holt bei seinen Recherchen sogar noch weiter ging und selbst in einigen dieser Nobel-Restaurants essen ging. Holt scherzte. I went and ate nice food because I had to. Anya Taylor-Joy und Nicholas Holt haben erzählt, dass sie viel improvisiert haben, während ihre Figuren im Hintergrund saßen. Aber es gab einen Moment der Improvisation, der im Mittelpunkt stand. Gegen Ende des Films enthüllt Chefkoch Slowik Margot das Ausmaß von Tylers Täuschung. Er hatte die ganze Zeit gewusst, wie der Abend enden würde und Margot trotzdem eingeladen. Als Margot das hört, gibt sie Tyler eine Ohrfeige. Wie Nicholas Holt gegenüber BBC Radio 1 erklärte, hat Taylor definitiv eine Ohrfeige verdient. Aber dieser Moment stand nicht im Drehbuch. Anya Taylor-Joy erklärte ihre Entscheidung mit den Worten, I have a thing about feminine rage. Nach ihren Worten bekommt sie oft Drehbücher, in denen Männer Frauen schreckliche Dinge antun. Und die Frauen sitzen einfach nur da und nehmen diese schrecklichen Dinge auf. Aufgebracht, aber nicht wütend. Nachdem sie den großen Enthüllungsmoment im Drehbuch gelesen hatte, ging Taylor-Joy zu Regisseur Mark Mallott und sagte ihm, I'm really sorry.
but the only way to play this truthfully is for me to, like, attack him. Mallord hat Taylor Joyce Denkweise schließlich akzeptiert und sie konnte authentisch auf Tylers Verrat reagieren. Wie hat Holt die Ohrfeige empfunden? Der Schauspieler scherzte. I didn't like it. Chefkoch Slowik hat sein Menü für den Abend minutiös geplant, was einer der Gründe dafür ist, dass er das unerwartete Auftauchen von Margot nicht sonderlich gut verkraftet. Zu allem Überfluss ist Margot völlig unempfänglich für seine kulinarische Genialität und weigert sich, als einer seiner pflichtbewussten, ehrfürchtigen Gäste mitzuspielen. Der größte Teil von Margots Sturheit steht natürlich im Drehbuch. Aber Anya Taylor-Joy hat am Set eine Rollenwahl getroffen, die ihre Abneigungen gegen ihn noch deutlicher macht. Leider hat sie sich dabei selbst ein wenig Schmerzen zugefügt. Sie sagte gegenüber BBC Radio 1, dass es ihr wichtig war, dass Margot dem Chefkoch den Rücken zukehrt, um zu zeigen, was für Gefühle sie wirklich für ihn hegt. In der Praxis bedeutete dies, dass Taylor-Joy sich ständig umdrehen musste, um Chefkoch Slowik anzusehen, während er seine Monologe über das Essen hielt. Das erzählte sie dem Outlet. That essentially meant 3 months of like the worst neck pain you could ever possibly imagine. In einem Videobeitrag für Vanity Fair ging Taylor-Joy näher auf die Erfahrung ein und erklärte, dass sie trotz der Rückenprobleme, die sie dadurch hatte, nicht aufgeben wollte. I still maintain it was a good choice.